Die DHV-News vom 25. März 2022. Hashtag Karl am Zug. Das Legge-Interview. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir sind immer noch im Freitagvormittags-Drehmodus, im Testmodus. Ja, nun ist natürlich nicht Vormittag, aber nicht viel später. Und das Ganze hat den Vorteil, dass ich die ganze Nacht wie ein irrer Nerd irgendwie für euch da in den Nachrichten rumschnüffeln kann und alle möglichen Artikel lesen und so weiter. Ja, und einen guten Spannungsbogen hier einbauen kann, einen guten Plot mit vielen Videoschnipseln diesmal. Nur, dass ich eben total müde bin dabei. Ja, also ich kann dann während die Schnipsel laufen mal mich ein bisschen hier hinlegen. Mal sehen, wie das jetzt wird. Ja? Geht es los mit diversen Vorbemerkungen. Ich beeile mich. Einmal suchen wir einen Praktikanten, ja, zur Organisation der Cannabis-Normalkonferenz. Da sind welche abgesprungen. Es waren eigentlich welche eingeplant, die jetzt dann aber doch nicht gekommen sind. Also gleich mehrere tatsächlich. Und da kommt jetzt der Hinweis aus der Orga-Abteilung sozusagen, dass ich das mal sagen soll hier. Ja? Also wer von euch Lust hat, da mitzumischen bei uns für eine Weile und an der Konferenz mit zu organisieren, meldet euch, ja, Link in der Videobeschreibung, wie ihr euch da wo melden müsst und so weiter. Also, würde mich freuen, ne? Vielleicht lerne ich irgendwen kennen von euch jetzt dann da. Und dann habe ich noch Hinweis auf zwei neue Videos im Kanal hier seit den letzten DHV-News. Beide werde ich noch zitieren, von daher verrate ich hier nur eins, und zwar das Interview mit Wegge, Frau Carmen Wegge von der SPD-Fraktion. Und damit ihr das nicht verpasst, ja, wenn wir hier neue Videos hochladen, jetzt zwei Stück seit den News, ja, dann müsst ihr diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr das mit, wenn die kommen. Wegge-Interview erwähne ich nochmal deswegen extra, weil die zu den ganzen gängigen Fragen Antworten gegeben hat, die wir die ganze Zeit so wälzen, ja, aber die werde ich hier nicht zitieren. Und zwar eben Dinge wie sofortige Entkriminalisierung, Führerschein, Eigenanbau, Amnestie hat sie von sich aus angesprochen, auch nicht schlecht. Das bringe ich nicht, ja, in diesen News hier, von daher guckt euch das ganze Video an, guckt euch da mal an, wie das aussieht, wenn eine junge Abgeordnete, also für Bundestagsverhältnisse jedenfalls, motiviert da im Bundestag aufschlägt. Da bringt sie auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind in die Bude. Letzter Hinweis vorweg, ich habe ja letzte Woche zum Twittern aufgerufen, ja, mit dem Hashtag 50.000, denn so viele Strafverfahren sind eingeleitet worden wegen konsumbezogener Cannabis-Delikte, also nur gegen normale Konsumenten, ohne Handelsnachweis oder so. 50.000, also eine halbe Großstadt, eine große Kleinstadt, ja, eine ganze Menge Strafverfahren, die da ständig eröffnet werden, über 180.000 im Jahr nur gegen Konsumenten. Und wir wollen eben damit nochmal die Forderung bekräftigen, schnelle Entkriminalisierung, vorweggezogene Entkriminalisierung, bevor wir dann jahrelang jetzt über diese Details der Marktregulierung reden. Nach wie vor halten wir das für sinnvoll und alles andere eigentlich nicht für vermittelbar, wie das überhaupt begründet werden soll, jetzt damit noch weiterzumachen. Der Hashtag 50.000 war sofort auf Platz 1 nach Beginn der Aktion. Jetzt nicht ewig lang, aber immerhin dahin geschossen sozusagen. Ja, schöner Erfolg. Nebenbei natürlich erwähnt, wir machen natürlich noch andere Dinge, ja, um die ganzen Themen voranzutreiben, nicht nur Twitter-Bespaßung. Aber als Zusatz extra obendrauf ist das schon eine feine Sache. So, und damit komme ich super elegant zum ersten richtigen Thema, nämlich Hashtag Karl am Zug. Also ihr ahnt schon, wieder eine Twitter-Aktion unter anderem. Wie angekündigt tatsächlich, vor Wochen ja schon hier, als ich das Lauterbach-Problem hier zum ersten Mal hatte. Nehmen wir uns den jetzt nochmal vor, ja, bleiben wir dran am Thema. Das letzte Mal hat man eben wegen der 100-Tage-Ampel den anderen Hashtag erstmal genommen, aber jetzt ist Lauterbach dran. Der ist nämlich ein echtes Problem für die Legalisierung, obwohl er grundsätzlich eigentlich dafür ist. Wir sind ja nur, oder was heißt nur, wir sind die Legislative und wir müssen quasi für diesen ganzen Legalisierungsprozess eigentlich erstmal darauf warten, dass was aus der Exekutive kommt, weil im parlamentarischen Verfahren ist es so,
Der Karl Lauterbach wird uns jetzt quasi einen Entwurf vorlegen, einen Gesetzesentwurf. Wir machen jetzt eine Vorhabenplanung. Ich habe eine Vorhabenplanung gemacht der Dinge, die wir in diesem Jahr noch machen wollen. Und das ist schon ein Steht da Cannabis drauf? Da ist Cannabis bisher nicht drauf. Also Lauterbach hat gar nicht vor, sein Ministerium schon dieses Jahr irgendwie mit der Legalisierung zu beauftragen, offiziell. Und in, also so, dass eben mal da jemand richtig ernsthaft anfängt zu arbeiten. Im gleichen Video, Interview hat dann Lauterbach aber auch noch gesagt, dass die Legalisierung auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode kommen soll. Dass das gar nicht funktionieren kann, ja, wenn man jetzt nicht ernsthaft anfängt, das scheint er noch nicht begriffen zu haben. Der Prozess muss jetzt sofort ernsthaft angegangen werden, damit das passt, damit es noch klappt mit der Legalisierung. Allgemein wird damit gerechnet, dass die ganze Diskussion über die Details, über die ganzen Verfahrenswege bis hin zum fertigen Gesetz, dass man da 2 Jahre braucht. Das zeigen auch die Erfahrungen aus den USA, so grob über den Daumen gepeilt. Aber das sind dann da auch 2 Jahre intensiv dran arbeiten, ja. Nicht so ein Jahr von wegen, ja, okay, dieses Jahr ist das nicht auf dem Zettel, aber dödelt sich schon irgendwie so zurecht, ja, sondern 2 Jahre arbeiten. Und je näher die nächste Bundestagswahl rückt mit diesem Beschluss, desto unwahrscheinlicher ist er durchsetzbar, ja, weil natürlich die kein Wahlkampfthema werden soll. Ja, und man will ja auch möglichst die Shops schon offen haben, irgendwie vor der Wahl, vor der nächsten, und nicht nur einen Papiertiger produzieren bis dahin. Also so, meiner Meinung nach, kann das so nicht funktionieren. Deshalb ist Lauterbach eben ein Problem, weil sein Ministerium, Gesundheitsministerium, federführend verantwortlich ist für die ganze Geschichte. Da sind natürlich auch alle möglichen anderen Ministerien beteiligt, aber im Gesundheitsministerium muss eben das Ganze koordiniert werden. Ja, die sind dafür verantwortlich, den ganzen Prozess irgendwie zusammenzuhalten. Und das heißt, da muss auch irgendwie eine Person dafür verantwortlich sein, den Prozess zusammenzuhalten. Und was die inhaltlichen Fragen angeht, die politischen, ist dafür zuständig Burkhard Blinert mit seinem Büro des Drogenbeauftragten. Und das würde er schon auch machen, aber der ist eben kein Jurist. Da muss noch die Abteilung involviert werden, die sich mit dem Schreiben von Gesetzen auskennt. Da muss jemand klar zuständig sein. Und es muss eben ein Jurist sein, der die ganze Debatte eng begleitet und dann die Ergebnisse der Politiker quasi sofort übersetzt in Paragraphen, damit man da dann eben auch ein wachsendes Gesetz dann sozusagen mit der Diskussion hat. Wenn das nicht schon dieses Jahr geschieht, sieht es schlecht aus mit dem Zeitplan. Darüber habe ich auch mit Frau Wegge gesprochen im Interview ausführlicher. Sie hat nochmal betont, dass die Abgeordneten natürlich jetzt nicht ewig auf Karl warten und die ganze Zeit sich an die Füße spielen und nichts tun, sondern die SPD-Fraktion will zum Beispiel vor der Sommerpause noch Eckpunkte eben veröffentlichen über Details, die ihnen wichtig sind, wie sie sich das Ganze vorstellen mit dem legalen Markt. Also die sind da schon am Arbeiten intern, aber es gibt halt keine ernsthafte Führung sozusagen oder eben Gesetzentwurf oder was aus dem Ministerium. Wegge hat auch noch gesagt, sie findet das gar nicht so schlimm, wenn das gar nicht losgeht dieses Jahr schon, sondern dass die halt jetzt da erstmal so rumdiskutieren und das wird dann halt schnell gehen 2023, wenn das Ministerium dann mit der juristischen Kompetenz einsteigt. Das gucken wir uns mal eben an. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ich bin ja im Rechts- und im Innenausschuss, ist es halt so, die Ministerien legen einen Vorhabenplan vor, immer für das Jahr. Das ist dann aufgegliedert nach Vorhaben pro Quartal. Und das bedeutet halt aber auch, dass dann die Regierungsentwürfe da sind. Also wenn da jemand sagt, okay, also ich mache zum Beispiel die Streichung von 219a, mache ich auch, wurde gesagt, erstes Quartal, Regierungsentwurf ist da und dann geht es quasi in dieses parlamentarische Verfahren. Und jetzt nur, weil 2022 quasi noch kein Regierungsentwurf zur Legalisierung kommen soll, heißt das nicht, dass im Gesundheitsministerium jetzt nicht dran gearbeitet wird. Ja, das hört sich soweit gut an, ja, kann man sich schön anhören, immer motivierend irgendwie. Aber ich habe doch Zweifel an diesem Vergleich, Paragraph 19a, mit der Regulierung des ganzen Cannabismarktes. Ja, das ist eben nicht nur ein Paragraph, sondern der Entwurf des grünen Cannabiskontrollgesetzes hat über 60 Seiten. Ja, das ist schon eine andere Nummer irgendwie. Deswegen bleibe ich da skeptisch, trotz dieser erfrischenden, diesem Optimismus, ja, den Frau Wegge da hat. Und er muss ja gar nicht groß selbst einsteigen in das Thema. Der Herr Lauterbach, der muss nur seinem Ministerium den Startschuss geben und sagen, so, macht das jetzt mal, ne? Sorgt dafür, dass da so ein Gesetzesschreiberbeamter irgendwie abgestellt wird, um eben dieses Cannabis-Gesetz, Legalisierungsgesetz mit zu erarbeiten. Dafür muss jemand verantwortlich sein und der Lauterbach kann ja dann weiter Corona machen. Ne? Wir brauchen nur kurz seine Aufmerksamkeit, des Herrn Lauterbach. Der könnte am Ende in die Geschichtsbücher eingehen als der Minister der deutschen Regierung, der die Legalisierung versemmelt hat. Ja? Weil
Also im Moment ist das ja nach wie vor noch ein Thema. Weltweit ein sehr fortschrittlicher Beschluss. Also es gibt kaum Länder auf der Welt, die das bis jetzt gemacht haben und auch wenige, die das jetzt vorhaben. Insofern wird es international, weltweit Schlagzeilen geben dann, ne, so was wie Deutschland kriegt es nicht geregelt, Cannabis zu legalisieren. Oder wie beim Flughafen, Deutschland total verpeilt, wegen Lauterbach. So was in der Art wird dann in den Boulevardmedien da überall im ganzen Welt kommen, ja. Und vor dem Schicksal des Scheiterns wollen wir doch den guten Herrn Lauterbach bewahren. Ja, man mag gerne in die Geschichtsbücher eingehen, ja, irgendwas mit Corona dann, wunderbar. Aber wir fordern ihn deswegen jetzt auf, heute alle noch twittern. Ja, wir fordern euch auf zu twittern mit dem Hashtag Karl am Zug. Lasst euch inspirieren beim Twittern vom DHV-Profil. Guckt mal, was da so läuft. Da gibt es auch ein paar schöne Bilder mit Sprüchen dazu und so weiter. Aber auch von diversen Accounts des Weedmobs, mit dem machen wir die Aktion wieder zusammen. Die haben auch mal tolle Ideen irgendwie, wie man das alles noch übersetzen kann. Das ganze Thema Karl am Zug. Also das ist auch immer ganz amüsant. Auf jeden Fall twittern wie die Blöden und am besten direkt hinter diesem Video hier loslegen. Wir nehmen die Community und auch den Weedmob, der mir ja immer wieder wunderbare, nette Nachrichten auch hinterlässt, versuchen mitzunehmen und ihnen auch zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Ich habe heute außerdem ein Schreiben an Lauterbach zur Post gebracht. Wie gesagt, wir machen ja nicht nur Twitter, ja, sondern auch so ernsthafte Sachen wie gelbe Post mit Papier und so. Und haben da ganz offiziell nochmal auf dieses Thema aufmerksam gemacht und ihn aufgefordert, eben da jetzt die Legalisierung in seinem Ministerium auf die Schiene zu bringen. Den Brief haben wir veröffentlicht auf handverband.de. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Link zum Brief. Könnt ihr auch posten, ja, auf Twitter zum Beispiel. Dann kapiert auch jeder sofort, worum es geht, weil ich da eben so ein bisschen auch das Problem skizziere erstmal und dann eben diesen Brief an Lauterbach zitiere. Also das hilft ein bisschen, um, wenn man nicht stundenlang erklären will, was man da jetzt macht auf Twitter, ja, und was das alles soll. Link in der Videobeschreibung. Und wir bleiben auf jeden Fall dran am Lauterbach-Problem. Ja, mit der Nummer kommt er uns so nicht durch. Sonst haben wir nämlich jetzt, können wir jetzt hier schon aufhören. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Letzte Woche hat man noch berichtet, wie Christine Lüttke von der FDP sich dafür ausgesprochen hat, nochmal explizit, dass die Apotheken auch Cannabis verkaufen dürfen sollen. Cannabis als Genussmittel, wohlgemerkt, ja, eben nicht Cannabis als Medizin. Und auch Carmen Wegge kann sich das vorstellen. Ich glaube, dass es möglicherweise für den Übergang sinnvoll sein kann, dass man das auch Apotheken ermöglicht, weil wir uns ja noch gar nicht darauf geeinigt haben, was bedeutet das eigentlich mit den Lizenzen? Was ist daran geknüpft? Braucht man da eine Ausbildung zum Beispiel für? Wie viel Fachwissen braucht man, um sowas verkaufen zu dürfen? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen, die eine pharmazeutische Ausbildung haben, zum Beispiel die Voraussetzungen schon erfüllen, während andere sie noch erwerben müssen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch Apotheken Lizenzen erwerben können oder quasi sich um so eine Lizenz bekommen können. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass nur Apotheken das dürfen, sondern meine Positionierung jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus wäre auf jeden Fall zu sagen, nee, das muss offen für alle sein. Ja, und mit dem möglichen Verkauf von Cannabis in Apotheken, da habe ich nämlich jetzt wieder meinen tollen Spannungsbogen, hat sich nämlich diese Woche auch die Hessische Apothekerkammer befasst. Und es waren zwar ein paar Apotheker da auf der Versammlung, die gesagt haben, ja, also ich würde schon verkaufen, ja, wenn ich das soll und darf, ja, wenn der Staat das jetzt nur so vorsieht, dass wir das machen sollen, ja, mach mal das halt. Nehmen wir den Umsatz mit. Aber die Mehrheit wollte es eben nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist ja egal, soll ja auch nicht, müssen ja nicht alle machen, ja, sondern halt die, die das wollen, machen und die anderen sollen das lassen. Jeder, wie er will. Aber Funke hat eben auch argumentiert, dass der Verkauf von Gras und Hasch den ganzen Charakter von Apotheken komplett auf den Kopf stellen würde. Sie war offensichtlich mal in den USA, hat sich das mal da angeguckt irgendwie und sagte, dann wären denn die Apotheken alle so Edeldrugstores, wie da eben diese
Apple-Design-mäßigen Designer-Grasläden, die sie da mittlerweile haben. Und sie ist dafür eine strikte Trennung, sagt sie. Ja, und da wird dann eben das doch vielleicht schwierig für die anderen Apotheker, die eben kein Cannabis verkaufen, weil eben die Apotheken dann Gefahr laufen, ihre Exklusivität als Verkaufsort für Medizin und Arzneien irgendwie zu haben. Ja, also das könnte tatsächlich den Apotheken schaden, weil die ja jetzt auch spezielle Rechte haben durch diesen Arzneimittel-Sonderstatus. Außerdem will ich dann auch Zigaretten sehen in der Apotheke. Noch viel größeres und grundsätzlicheres Problem als die für die Legalisierung als der Herr Lauterbach ist die CDU. Seit der Wahl und seit der Ampelregierung haben sich etliche Länderchefs, Ministerpräsidenten und Minister der CDU aus den Landesparlamenten gemeldet, allesamt irgendwie die Legalisierung verteufelt, wie schrecklich das alles wird, ja, und dass man das auf jeden Fall stoppen muss, weil sonst die Welt untergeht. Also ich kann mich an keine einzige CDU-Stimme erwähnen, seitdem die gesagt hat, ja, ist eigentlich eine ganz schlaue Idee, ja, mach ich mit. Und das ist ein Problem für die Zustimmung im Bundesrat, die braucht nämlich die Legalisierung. Weil wenn wir es gescheit machen wollen, da brauchen wir eine Mehrheit im Bundesrat. Und den sehe ich mit der, also die Mehrheit sehe ich mit der Union jetzt, stand jetzt nicht. Tja, und was jetzt? Das könnte der Weedmob vielleicht mal machen. So ein bisschen mehr die Union bespielen. Mhm. Ja, zu dem das ist tatsächlich was, also vielleicht kann man da ja noch Überzeugungsarbeit leisten. Also ich glaube, ich brauche die Mails oder die Tweets gar nicht so sehr, wie sie vielleicht UnionspolitikerInnen bräuchten. Ganz genau, das dachten wir uns ja auch schon im Dezember. Wir haben ja Anfang Dezember euch zum Start der Weihnachtsspendenkampagne zwei Themen genannt, die wir mit dem Geld und mit unserer Arbeitskraft sozusagen dieses Jahr besonders bearbeiten wollen. Das eine ist natürlich die Details der Legalisierung mitzugestalten, den ganzen Prozess zu begleiten, unter anderem mit unserer Konferenz im Juni, die wir dafür machen. Und das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist die Landtagswahlen beeinflussen, mehr denn je. Wir mischen uns da mehr ein als je zuvor, um die Blockademehrheit im Bundesrat zu brechen. Und im Saarland haben wir jetzt damit angefangen. Und damit komme ich auch zum zweiten Video, das ich am Anfang so wahnsinnig geheimnisvoll angekündigt habe, da es das auch noch gibt. Ja, ein Wahlspot zum Saarland. Da ist er. Saarland wählt Legalisierung. Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Im Bundestag gibt es dafür die nötige Mehrheit. Das Gesetz wird aber auch die Zustimmung des Bundesrats brauchen, in dem die Bundesländer vertreten sind. Die CDU ist an einer Mehrheit der Landesregierungen beteiligt. Sie lehnt eine liberale Cannabispolitik ab und kann die Zustimmung im Bundesrat blockieren. Wenn ihr für die Legalisierung seid, geht wählen und verhindert die CDU in eurer Landesregierung. Und diesen Spot spielen wir jetzt gezielt im Saarland aus, ja, speziell da mit bezahlter Reichweite. Und wir sind da noch im kleinen Probebetrieb, ja, und das Ganze werden wir dann aber auch bei den größeren Landtagswahlen, die dieses Jahr noch kommen, noch in viel größerem Umfang, auch mit mehr Budget, da nochmal weiterführen. Ja, vielleicht schafft man tatsächlich, wir müssen die CDU aus drei Landesregierungen rauswerfen, um die Blockademehrheit im Bundesrat zu brechen. Vier Landtagswahlen sind dieses Jahr, wobei drei mit Saarland würde auch nicht reichen, die haben zu wenig Stimmen im Bundesrat. Das ist also tricky und knapp. Aber ist nicht unmöglich, die CDU steht jetzt nicht gerade blendend da in den Umfragen. Ja, vielleicht gibt es ja einen großen Umschwung in Deutschland, zumindest jetzt die nächsten paar Wahlen, ja, dass man da irgendwie die Ampelregierung da durchziehen kann im Bundesrat. Wäre halt blöd, wenn es daran am Ende scheitert. Also Saarländer, geht wählen, stoppt die CDU. Als Handverband sind wir dran. Wir haben gerade auch Werbespots sozusagen für Saarland freigeschaltet und werden da noch mal ein bisschen was investieren, auch bei den weiteren Landtagswahlen. Wobei das natürlich auch was schwierig ist, da quasi jetzt darüber indirekt die Ampel zu supporten, indem man sagt, ey, verhindert die CDU da in den im Bundesrat. Während gleichzeitig die Leute schon noch vor lauter Ungeduld sagen, es wäre jetzt mal Zeit für einen Denkzettel an die Ampel. Parteien. Ja, da würde ich Ihnen jetzt hier das letzte Wort geben, da nochmal irgendwie zu sagen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, jetzt einen Denkzettel für die Ampelparteien oder wieso, ne? Jetzt nach wie vor die Ampel den Support wert ist. Sag mal so, die Legalisierung kommt nur mit uns. Also andere Parteien, ja gut, die Linke ist natürlich auch dafür, aber ich sag mal, alle anderen Parteien, ja, mit denen wird das nicht kommen.
Und deswegen brauchen wir keinen Denkzettel, sondern wir brauchen Support. Für die Saarländer, die da jetzt überlegen, was sie wählen sollen, ja, die ausführliche Wahlanalyse zum Saarland findet ihr auf der DHV-Seite. Vielleicht noch den einen Hinweis, die SPD hätte gerne wieder eine große Koalition, ja, oder kann sich das gut vorstellen. Also die SPD wird wahrscheinlich im Saarland die CDU überholen, das sagen jedenfalls die Umfragen. Aber wenn die große Koalition trotzdem fortsetzen, nur eben unter SPD-Führung statt CDU-Führung, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht. Ja? Also in dem Fall besser auch die SPD nicht wählen, weil kontraproduktiv, die haben nicht gesagt, dass sie lieber zu einer anderen Lösung tendieren. Und noch ein internationales Thema fand ich bemerkenswert. Wir schauen wieder Richtung USA. Da haben ja schon etliche Staaten Cannabis legalisiert, super durchreguliert da den ganzen Markt, jeweils pro Staat, jeder für sich, mit unterschiedlichen Regeln. Das funktioniert aber auch soweit, aber nicht der Geldfluss, ja, weil eben Cannabis auf Bundesebene in den USA noch illegal ist, dürfen die Banken keine Geldgeschäfte machen mit diesen Drogengeldern da, mit diesen illegalen Banden, Kriminalitätsgeldern aus dem Grasverkauf. Und das heißt, die kriegen keine Bankkonten, kein gar nichts. Die Kunden können auch im Laden nicht mit Karte bezahlen. Zum Beispiel läuft alles bar. Die müssen auch ihre Steuern in bar irgendwie zum Finanzamt karren. Und dadurch hat man halt große Bargeldbeträge da im Spiel. Und in Washington State häufen sich jetzt die Raubüberfälle auf diese Cannabis-Shops, weil eben das praktisch der einzige Laden ist in den ganzen USA oder Ladenart, wo so viel Bargeld rumliegt. Und das ist von richtiges Sicherheitsproblem geworden. Da gab es jetzt einen runden Tisch in Washington State. Die wollen jetzt halt als dringende Sicherheitskrise das Thema bearbeiten, gucken, ob sie irgendwelche Lösungen finden, wie sie das Phänomen bekämpfen können. Da hatte zuletzt innerhalb von 4 Tagen bei 3 bewaffneten Raubüberfällen auf 3 verschiedene Cannabis-Läden 3 Tote gegeben. Ja, also wirklich ein echtes krasses Problem da. Ich meine, die werden ihrem Ruf auch gerecht und ballern da gleich rum wie die Irren, aber haufenweise Tote da. Also wird Zeit, dass die Bundesregierung das mit den Banken mal geregelt kriegt. Da gab es auch schon zig Anläufe im US-Kongress, im Haus und im Senat und so weiter. Bis jetzt haben sie das nie durchgekriegt in beiden Kammern. Jetzt kommt aber wieder ein neuer Anlauf. Vielleicht kriegen sie es diesmal hin vor diesem Hintergrund der Todesfälle wegen Bargeldzwang. Und damit bin ich jetzt bei den Terminen. Habe ich sogar noch hier auf den Zettel drauf gequetscht und ein bisschen Papier gespart. Ein Infostand der Ortsgruppe in Oldenburg, Samstag, 26. März. Bamberg, Sonntag, 27. trifft sich die Ortsgruppe. Ein Online-Treffen der Ortsgruppe, Sonntag, 27. März in Oldenburg. Freiburg hat eine Mahnwache zum Gerichtsverfahren gegen Hanfnah am 29. März, Dienstag. Oldenburg, Online-Stammtisch, auch 29. März, Dienstag. Karlsruhe, Online-Treffen, 31. März, Donnerstag. Und zuletzt nochmal die Mahnwache in Freiburg wegen Hanfnaher Prozess und so weiter. Dienstag, 5. April. Und das war's. Abonniert Flix eben den Kabal, weil ihr den noch nicht abonniert habt. Wenn ihr schon habt, Glocke prüfen, ob die gedrückt ist. Und das Video natürlich selber hier auch liken. Und das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.